hast doch gehört. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Aber irgendwas ist nicht okay. Und das Kind wird gleich sterben. Das ist das Unangenehmste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Wirklich. Bin ich bereit für ein Kind? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte der Antwort auf diese Frage in den nächsten 3 Tagen ein bisschen näher kommen. Der Kinderwagen hier ist zwar gerade noch leer, aber da drin werde ich gleich zum Papa auf Probe gemacht. Hallo. Herzlich willkommen bei uns, Pro-Familie. Ja, ich bin ja hier, um mir ein Probe-Baby abzuholen sozusagen. Richtig. Und genau. Mein Kollege hat mich so grundausgestattet. Das ist super. Ich habe einen Kinderwagen, ja. Ich habe ein bisschen was zum Anziehen dabei. Ja. Ist diese Puppe schon hier irgendwo? Ja. Hi. Schön hier den Kopf halten. Ja. Der Simulator ist schon an. Mhm. Das heißt, so deswegen habe ich auch gesagt, mit dem Köpfchen ja. schön gut halten. Weil wenn du den Kopf jetzt schon nicht richtig hältst und nicht richtig gut stützt, okay. dann würde der dann hinten fallen und dann würde der auch schon schreien. Natürlich, ne? Wie okay. auch ein richtiges Baby. Das kann man dann später auch alles sehen, wie ja. oft ich den Kopf nicht richtig höre? Richtig, das kann ich nachher okay. in der Auswertung dir sagen, genau mit Uhrzeit und wann das gewesen ist. Also es ist offensichtlich ein Junge. Sind das da die Windeln? Genau, das sind die Windeln. Okay. Und war das ein Schreien? Nein, das war nee, also ich würde nicht sagen, dass es ein Schreien machen. Ja, genau. Ich bin wach, gut. würde ich jetzt mal sagen. Einmal hier rum. Passt doch wie angegossen. So. Das machst du doch schon ganz gut. Woran merke ich das? Ob es jetzt gewickelt werden möchte, ob es Hunger hat? Am Schreien. Also wenn es schreit, will es versorgt werden. Und versorgt werden heißt Windel wechseln, Flasche geben, Bäuerchen. Und manchmal ist es einfach nörgelig, nicht so gut gelaunt, will vielleicht gerade mal, ist müde und kann nicht in den Schlaf finden. Ja. Und dann musst ja. du es halt beruhigen. Aber muss ich im Zweifelsfall erstmal Sachen ausprobieren, um dann zu merken? Weil du weißt es ja nicht. Learning by doing. Das gibt mir richtig viel Spaß. Wer kommt denn sonst, um sich einen Babysimulator abzuholen hier? Ich würde sagen allgemein junge Menschen. Mhm. die an dem Projekt eben, Elternpraktikum nenne ich das, teilnehmen möchten. Und das kann im Rahmen der Schule passieren. Wir geben die Simulatoren nicht einfach so raus. Je nachdem, welche Gruppe ich habe, bespreche ich mit denen Sachen wie Schwangerschaft, Verhütung, Partnerschaft, Zukunft. Mhm. Das kommt immer darauf an, mit welcher Gruppe ich arbeite. Wie sind denn die Erfahrungen? Total unterschiedlich. Mhm. Also es gibt junge Menschen, die sagen, das war total toll. Ich fand es gar nicht anstrengend. Und dann gibt es andere, die sagen, das war total stressig. Ich bin froh, dass ich den wieder abgeben kann. Okay. Und dann gibt es auch welche, die sind traurig, dass sie den Babysimulator wieder abgeben. Ich hole mal gerade die ID. Die darf ich gleich nicht vergessen, dir zu geben. So eine Erkennungsmarke. Wenn der Babysimulator schreit, musst du dich erstmal erkennbar machen. Das heißt, nur du kannst den Simulator auch versorgen und kein anderer. Und kann ich irgendwo Pause drücken, Stopp drücken? Nein. Okay. Das geht nicht. Wenn du sagst, es geht jetzt gar nicht mehr, dass ja. du mich anrufst und sagst, ich brauche eine Pause oder ich kann gerade nicht, ich muss das Projekt abbrechen, was ich natürlich sehr schade fände. Ja, das fände ich auch schade. Wenn mein Baby jetzt schreit, wie schnell muss ich dann reagieren? Oder? Also innerhalb von 2 Minuten hast du Zeit. Wenn du es nicht schaffst, sage ich jetzt mal, du weißt ja nicht, was es hat, dann wird das halt aufgezeichnet als nicht versorgt. Noch einen Namen für dich finden. Vielleicht taufe ich ihn wie der Kameramann. Robert. Ist doch ein schöner Name, oder Robert? Gut, das kriegen wir hin, oder? Ja. Das fühlt sich gerade so an, als könnte ich so eine Art Verbundenheit herstellen. So. Da merkt man immer schon, ne? wie schwierig es ist. Es scheitert an den kleinen Dingen. Dankeschön. Es fühlt sich komisch an, weil ich die ganze Zeit darauf achte, ob jetzt gleich was passiert. Und dann weiß ich ja, dass ich so eine kurze Zeit habe, um darauf zu reagieren. Ja, ich höre dich schon. Weiß ich jetzt auch nicht genau. Ist doch gut. Die ersten Leute gucken auch schon, weil ich hier stehe mit einer Puppe und versuche, die Puppe zu beruhigen. Das ist das Unangenehmste, was ich je gemacht habe in meinem Leben, wirklich. Hier habe ich doch mal ein bisschen Ruhe, mich um meinen kleinen Robert zu kümmern.
Also ich glaube, trinken ist es nicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt schon überfordert mit der Situation, weil... Also es quengelt auf jeden Fall immer noch. Darauf habe ich ja noch gewartet, ey. Das ist der kleine Robert. Ich bin richtig genervt, vor allem, weil hier überall Menschen sind. Es ist saulaut, es ist eine Baustelle hier. Das ist super stressig. Man will eigentlich in die S-Bahn, dann fängt das Kind an zu quengeln. Vielleicht will es gleich ein Bäuerchen machen. Ja. Ja gut, das Bäuerchen wird es wohl nicht sein. Ich weiß nicht genau, was jetzt passiert. Aber irgendwas ist nicht okay. Und das Kind wird gleich sterben. Oh. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Das kann doch nicht sein. Ich habe wirklich alles gemacht. Das macht mich fertig. Ich verliere echt die Lust an diesem Experiment gerade, weil es einfach... Ich bin ja schon mal froh, dass jetzt irgendwas funktioniert. Jetzt genug getrunken oder wie? Oh. Ist das anstrengend. Was ist los mit dem? Könnt ihr mir mal einmal einen Hinweis geben, bitte? Hm? Was ist los? Hörst du, was ich höre? Ja. Erst hat er getrunken. Und dann hast du dann dieses lachende Geräusch gehört? Erst ja, und zwei Sekunden später hat es wieder angefangen. Also dann wird es wahrscheinlich jetzt was anderes sein. Kann das dann eine Minute später was anderes sein? Ja, richtig. Ah ja, okay. Danke dir. Ciao. Tschüss. Tschüss. Also, was ist los? Jetzt habe ich Angst, dass irgendwas kaputt ist. Ja. Bin mal gespannt. Ich habe über eine Stunde gerade draußen versucht, den kleinen Robert zufriedenzustellen. Aber jetzt schläft er. Ich bin ganz glücklich. Und ich hoffe, dass er das noch sehr lange tun wird. Oh Gott, das sollte man niemals machen. Also der Kleine schläft immer noch, zum Glück. Morgen wird der Horror. Ich dachte eigentlich, es wäre eine super Idee, mit Lisa von Reporter auf diese Babymesse zu gehen. Nachdem ich gerade gemerkt habe, wie stressig das ist, ich hoffe, das kriege ich irgendwie morgen besser hin. Und ich weiß auch noch nicht, wie die Nacht wird. Die habe ich auch noch vor mir. Gute Nacht. Ja klar. Ist doch bestimmt das Bäuerchen. Doch nicht. Erleichterung. Na gut. Oh. Bäuerchen? Es war die Windel. Oh, ich fass es nicht, ey. Schon wieder. Nacht ist vorbei. Robert hat überlebt. Und er scheint ganz glücklich. Und ich bin auch glücklich, dass er es überlebt hat, aber es geht schon wieder los. Hi Lisa. Wie geht's dir?
gut. Danke. Ja? Darf ich dir vorstellen, dass mein kleiner Robert? Ja, kommt ganz nach dem Papa, würde ich sagen. Ich habe nicht so viel geschlafen. Okay. Ja, willkommen im Club. Wenn man schwanger ist, schläft man auch nicht mehr so. Oh Mann. Da ist schon super viel los hier. Jetzt musst du mir, glaube ich, helfen. Wie weit bist du jetzt in deiner Schwangerschaft eigentlich? Ich bin jetzt im 7. Monat. Okay, also dann hast du ja gar nicht mehr so lange bis zur Geburt. Was hast du denn alles schon zu Hause rumstehen für dein Baby? Wir stehen eigentlich noch gar nichts. Nee? Ich habe noch kein Kinderzimmer oder sowas. Mhm. Also fühlt sich das so an, dass du trotzdem bereit bist, dass dieses Baby bald kommt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist jetzt nicht von materiellen Dingen abhängig, ob du bereit bist für ein Baby oder nicht. Ich stelle mir in den nächsten Wochen die Frage so, bin ich eigentlich bereit für ein Kind, weil ich irgendwie Schwierigkeiten habe, so herauszufinden für mich, wann ist denn eigentlich der richtige Zeitpunkt für ein Kind? Woher wusstest du das, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Also das ist ja keine Entscheidung, die man alleine trifft. Also zumindest war es bei mir nicht so. Ja. Ich habe mich halt auch in meiner Beziehung bereit dafür gefühlt, was, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor ist. Okay, also du hast nicht oft das Gefühl so, oh Gott, danach wird mein Leben umgekrempelt sein, ich kann das nicht mehr irgendwie zum Beispiel den Job vielleicht so machen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich kann vielleicht irgendwie nicht mehr abends weggehen, wie ich es vorher gemacht habe. Ich bin ja jetzt auch so ein bisschen hormongetüdelt. Ja. Das kann sein, ne? Dass ich dann irgendwie da liege mit dem Baby und denke, oh shit, bin ich wirklich schon bereit. Aber das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Aber jetzt gerade fühle ich mich einfach gut. Das Schöne und Positive daran. Ja, genau. So, ja? Ich hoffe, Robert will nicht gewickelt werden. Was ist das? Das sieht erst aus wie ein Espresso-Automat, aber... Das sagen viele, es ist eine Kaffeemaschine für die Kleinen, ist aber eine Milchmaschine für die Babys. Du kannst das Gerät aber auch mit Smartphone steuern, also vom Bett aus. Wow. Das sind ja keine Kinderwägen mehr, sondern das sind ja eher so Designprodukte, ne? Voll. Ich höre nichts. Sieht ein bisschen komisch aus, aber... Ein echtes Machen. Nee, es ist tatsächlich, überlege ich mir gerade, wann ich bereit bin für ein Baby und deswegen versuche ich das hier mal. Man ist nie bereit für ein Baby. Nie? Nie. Manchmal ist es ein Unfall, aber spätestens wenn das Kind da ist, ist es meistens der perfekte Moment. Darf ich dir die Trage richtig festmachen? Ja, ist sie nicht richtig fest? Nicht richtig fest, nein. Ja, das Kind sitzt auch nicht richtig drin. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Jetzt braucht es den Vater. Wenn du dich hier so umguckst, also siehst du hier so viele unnütze Sachen? Ich finde, es geht. Also ich finde, die Sachen sind sinnvoller, als schon, ich dachte. Also ich habe es mir auch ein bisschen skurriler vorgestellt, muss ich sagen. Genau, eigentlich ist ja alles irgendwie, was das Leben halt super leicht macht. Aber ich finde, es ist auch ganz schön teuer. Kannst du es nicht auch verstehen, wenn man so sagt, ich will halt das Beste für mein Baby haben und wenn das das beste Tragetuch ist, dann gebe ich dafür auch 265 Euro aus, wenn ich es kann? Ja, ich bin da bestimmt pragmatisch, aber die Leute, die hier sind, das ist, glaube ich, auch nicht die Durchschnittsbevölkerung. Also das musst du dir ja auch alles erstmal leisten können, ne? Ich finde es irgendwie auch krass, wenn man das alles so alleine stemmen muss, ne? Wenn man das irgendwie nicht sich teilt, so die ganze Last. Ja, das stimmt. Also ich habe ja gerade eine Alleinerziehende begleitet, einen Tag lang. Lena, die ist so mit Anfang 20 schwanger geworden, ungeplant. Und das ist schon hart. Oh! Leo! Sag mal, Freund, lass es sein. Ist gut. Konflikte trägst du ja letztendlich eigentlich immer mit Leo aus. Nach einem langen Tag oder sowas wünscht man sich schon so, dass da vielleicht einfach jemand anders ist, der sich jetzt mal damit beschäftigt, weil man jetzt gerade vom Kopf her auch einfach nicht mehr kann. Ja, und finanziell ist die Situation halt auch schwierig. Also jede dritte Alleinerziehende ist von Armut bedroht in Deutschland. Und so richtig gut unterstützen wir die nicht als Gesellschaft. Alleinerziehende Eltern ist ein echt wichtiges Thema. Die Reportage von Lisa, die verlinken wir euch oben in der Infobox. Ich bin ein bisschen überrascht, wie gut das hier gerade lief mit Robert. Ja, du hast dich echt sehr gut geschlagen. Danke. Ich hatte hier auf der Messe aber das Gefühl, sollte ich mal ein Kind bekommen, dann wäre ich, glaube ich, schon in Versuchung, wenn ich hier auf so einer Messe bin, ziemlich viel Kram zu kaufen, bei dem ich mir gar nicht so sicher bin, ob ich den wirklich brauche. Und deswegen finde ich das so, wie du das machst, eigentlich auch eine gesunde Einstellung. Mein Kind ist aber halt auch noch nicht da, ne? Also Robert und ich müssen jetzt los. Wir müssen den Zug kriegen.
Ich bin schon sehr gespannt, wie er sich verhält. Ja, ich drücke die Daumen. Und ich wünsche dir noch alles Gute in deiner Schwangerschaft. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Denke auch. Ja, die Fahrt war jetzt doch viel angenehmer als gedacht. Habe ich irgendwie alles nicht so erwartet, dass mir so viel geholfen wurde und so. Ich hoffe, dass er jetzt auf dem Weg nach Hause ruhig bleibt und der Abend auch ruhig verläuft. Normalerweise würde ich am Samstagabend nicht zu Hause bleiben und auch nicht darüber nachdenken, wie schön es ist, zu Hause zu sein, weil alles unter Kontrolle ist und so, sondern ich würde wahrscheinlich irgendwie um die Häuser ziehen und zwar lange. Und ich weiß, dass die Nacht trotzdem lange wird, nur halt anders. Naja, gut. Das war ja klar. Robert hat jetzt fertig getrunken, aber ich weiß genau, gleich kommt das Bäuerchen. Hilft ja nichts. Kopf weiter. Robert ist ausgefertigt. Ich bin jetzt die letzten zwei Stunden mit Robert und ich will jetzt meinen Kollegen treffen, um ihm das Zeug zurückzugeben, den Kinderwagen und die Klamotten. Und wo treffen wir uns? Natürlich in einem Eltern-Kind-Café. Hi. So. Oh Gott. Schau mal, der hat deinen Anzug an. Hm? Ja. Ist er eher so ein ruhiger oder ist er eher so? Also heute Nacht war er sehr aktiv, so über 5 Stunden hinweg. Kennst du das oder ist das unrealistisch? Ich kenne das von anderen, ich kenne das nicht von meinen Kindern. Bist du mal irgendwie ausgerastet am Nacht? Ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich wusste, dass es ein Projekt ist, das bald zu Ende geht. Aber jede Nacht, ich könnte mir das nicht vorstellen. Das war eine krasse Erkenntnis für mich, dass dieses Schreien mich so stresst, aber nicht, weil ich denke irgendwie so, das stört mich unbedingt so sehr, sondern es könnte alle außenrum stören. Ich bin so gespannt, wenn er jetzt zu schreien anfängt, wie es sich anhört. Also jetzt hast du eigentlich schon einen Fehler gemacht, weil du hättest den eigentlich sofort ausziehen müssen. Weil wenn die so warm angezogen sind und reinkommen, jetzt muss es schnell gehen. Was war das? Jetzt muss es schnell gehen. Wo ist der Kinderwagen hin? Renn! Schau mal, was der Frank jetzt macht. Schau mal. Es gibt eine Flasche. So. Das Gute ist ja auch, dass man hier so Modi hat, die immer wieder die gleichen sind. Ne? Also ich weiß mittlerweile, wie er schreit, wenn er gewickelt werden möchte und wenn er das Fläschchen haben will. Also es ist schon realistisch. Du hast am Anfang nicht so viele Optionen, die du bespielen kannst. So, es sind 3 Optionen. Ja. Essen, wickeln, schlafen beruhigt. Oder halt Nähe. So. Das hat mich total beruhigt. Sowohl auf der Babymesse als auch so sonst. Man hat immer das Gefühl, man steht so voll unter der Beobachtung anderer. Ja. Und man muss sich immer rechtfertigen, warum man Dinge so macht oder so macht. Ja. Das dürfen die anderen Eltern nicht sehen, weil da ist Koffein dran und dann furchtbar, furchtbar, furchtbar. Also es kam direkt jemand auf der Babymesse zu mir und meinte so, deine Trage sitzt nicht richtig. Hier, ist so, ja? Hier und da noch. Hat sofort hingelangt. Schön distanzlos, ja, ja. Ja, nee, alle Leute wissen es immer besser. Was hast du denn gedacht, als du das erste Mal von meinem Versuch, von meinem Projekt hier gehört hast? Dass dir so gut damit geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Aber ich habe jedenfalls krassen Respekt vor allen Eltern, die das so, also generell die das durchziehen, aber noch mal mehr, die das alleine durchziehen. Tja, Robert hat jetzt sein letztes Bäuerchen gemacht und wie vereinbart mit Rula hat er sich nach 3 Tagen abgeschaltet. Und das heißt auch, dass Robert und ich langsam voneinander Abschied nehmen müssen. Was ich nicht so gespürt habe und deswegen fällt mir der Abschied wahrscheinlich leichter, als ich dachte, dass ich keine emotionale Bindung zu Robert aufbauen konnte. Ich habe selten mal irgendwie so einen lachenden Laut oder sowas von ihm vernommen. Aber sonst war es eigentlich fast nur Arbeit und es war fast nur Ärger, könnte man sagen.
und ich gewinne sozusagen ein Stück Freiheit zurück, indem ich jetzt mein Bändchen durchschneide und ich endlich befreit bin von dieser Bindung zu Robert. Ich bringe jetzt Robert morgen in die Post und dann kriege ich ein Feedback von Rula, die wertet das Ganze aus. Wurde ja alles mitgeschnitten, sozusagen aufgezeichnet, was ich gemacht habe mit Robert. Und ich bin sehr gespannt, wie ich abschneide als Papa. Meine Einschätzung ist, dass ich ganz gut war. Vielleicht ist es aber auch alles ganz anders, wer weiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Hi. Hallo. Ist Robert gut angekommen? Ja, der ist sehr gut verpackt bei uns in der Profa wieder angekommen. Das ist schön. Anfangs war es echt schwierig, für mich herauszufinden, wie das eigentlich alles genau funktioniert. Also da ging es eher so um die Technik. Das habe ich irgendwie nicht geschnallt am Anfang. Da wäre es gut gewesen, irgendwie, wenn ich das noch einmal mit dir gemeinsam gemacht hätte. So war ich hart gestresst und war kurz davor, es abzubrechen. Aber so über die Dauer habe ich es, finde ich, gut hinbekommen. Ich habe mich dann gut eingegroovt und letztlich hat es dann irgendwie auch, finde ich, sehr gut hingehauen. Also am Anfang hat man schon gemerkt, am Freitag, als du den Simulator abgeholt hast, dass du ein paar Sachen verpasst hast, ja. Zum Beispiel den Kopf. Aber auch das Fläschchen geben, das Wickeln, das Aufstoßen. Samstag lief es deutlich besser, da waren es wirklich nur ganz einzelne Punkte. Und von Samstag auf Sonntag war es halt einmal, dass du nachts den Robert nicht hin und her gewogen hast. Ah. Aber ansonsten merkt man eine deutliche Verbesserung zu Freitag. Wenn du jetzt mein Ergebnis vergleichst mit denen von anderen Menschen, die das so für kurze Zeit hatten, liege ich dann eher, habe ich da eher gut abgeschnitten oder eher so mäßig? Was würdest du sagen? Also ich würde sagen, du hast sogar sehr gut abgeschnitten. Wow. Cool. Das hat man auch daran gemerkt, dass insgesamt der Simulator auch nur in Anführungsstrichen 43 Minuten geweint hat. Für die Reihe bin ich bereit für ein Kind, hat es mir auch total viel gebracht, muss ich sagen. Also, obwohl das jetzt nur so eine kurze Zeit war, habe ich gemerkt, dass ich ganz viel über mich herausgefunden habe und auch so darüber, wie es ist, mit einem Baby zu tun zu haben oder so zumindest so eine Ahnung davon zu bekommen. Es hat mir auf jeden Fall einen Eindruck gegeben davon, wie es mein Leben auf den Kopf stellen würde, wenn ich ein Kind hätte. Das war der Anfang meiner Reihe. Wie ist es bei euch? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, ob ihr euch bereit fühlt für ein Kind? Dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Nächste Woche treffe ich jemanden, der sich auf ein echtes Baby vorbereitet. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst mir hier unten ein Abo da. Und da drüben, da geht's zur Reportage von Lisa, in der hat sie eine alleinerziehende Mutter getroffen. Ist irgendwie so still ohne diesen Robert hier. Seelenruhig hier.